Kannst du eine Pille nehmen, die deine Seele tötet? In dem Roman Hüter der Erinnerung nehmen die Menschen eine von der Regierung vorgeschriebene Pille, um ihre Gefühle und Wünsche zu töten. Die Pille macht sie auch farbenblind und stört ihr Gedächtnis. In dem klassischen Science-Fiction-Roman Schöne neue Welt halten die Behörden die Bevölkerung durch eine Pille namens Soma, die Glück hervorruft, versklavt. In dem klassischen Science-Fiction-Roman Dr. Jekyll und Mr. Hyde, 1886 veröffentlicht, erzählt die Geschichte eines chemischen Serums, das den sanftmütigen Dr. Jekyll in einen mörderischen Bösewicht ohne Gewissen und Blutdurst verwandelt. In dem postmodernen Roman, also Sprach Zarathustra, überschreitet die Hauptfigur die begrenzte Natur des Menschen und wird zum Übermenschen. Er sagt, du musst bereit sein, dich in deiner eigenen Flamme zu verbrennen. Wie könntest du dich wieder erheben, wenn du nicht zuerst Asche geworden bist? Nach Nietzsche, dem Autor, macht sich der Übermensch zu seinem eigenen Gott, indem er sich bereit erklärt, zum Maßstab allen Wertes und aller Bedeutung zu werden. Dann erklärt er, Gott ist tot. In all diesen Werken gibt es eine feine Grenze zwischen der Kultivierung der menschlichen Natur und der Zerstörung der menschlichen Natur. Die menschliche Natur ist ein Hindernis, das entweder begraben oder transformiert oder transzendiert werden muss. Oft mit schrecklichen Konsequenzen. Aber was ist die menschliche Natur? Menschen werden mit einem Herzen, einem Gehirn, zwei Augen und zwei Händen geboren. Wir werden aber auch mit bestimmten eingebauten Emotionen, Instinkten, Verhaltensweisen, Wünschen und Intuitionen geboren. Warum speichelst du, wenn du dir ein köstliches Essen ansiehst? Warum fühlst du dich mit Wasser gereinigt? Warum wirst du vom verfaultem Fleisch abgestoßen? Warum willst du geliebte Menschen umarmen und umarmt werden? Nennt das sich deine Kultur? Überhaupt nicht. Dies sind natürliche Reaktionen, die alle Menschen haben. Über Reaktionen und Gefühle hinaus haben wir aber auch natürliche Intuitionen. Eine Intuition ist eine Überzeugung, von der du nicht unbedingt weißt, dass du sie besitzt. Aber wie ist das möglich? Wie kannst du Überzeugungen haben, deren du dir nicht einmal bewusst bist? Stelle dir ein kleines Mädchen vor, das auf einer Schaukel spielt und ein Junge stößt sie grob ab. Was denkst du über eine solche Aktion? Wir alle glauben fest daran, dass der Junge etwas Falsches gemacht hat. Aber woher kommt diese Intuition? Hattest du eine starke Überzeugung in deinem Kopf, insbesondere von kleinen Jungen, die kleine Mädchen von den Schaukeln stoßen? Wahrscheinlich nicht. Stelle dir vor, du schaust auf einen Tisch. Auf dem Tisch liegen viele lose Gegenstände. Jemand kommt und bewegt heftig diesen Tisch. Was erwartest du von all diesen losen Gegenständen? Wir alle haben eine starke intuitive Überzeugung, dass sie wegfliegen werden. Aber woher kam diese Intuition? Hattest du eine starke Vorstellung darüber, wie sich Objekte auf einem Tisch verhalten, wenn der Tisch verschoben wird? Du könntest denken, dass deine Erwartung an den Tisch auf einem Leben voller Erfahrungen mit der Schwerkraft basiert. Aber Psychologen haben dieses Experiment mit Säuglingen durchgeführt. Sie zeigen Säuglingen einen Tisch mit Objekten und dann wird der Tisch plötzlich entfernt. Aber die Forscher haben die Objekte so manipuliert, dass sie stationär bleiben und in der Luft schweben. Die Säuglinge, die dies beobachten, reagieren nonverbal mit Überraschung und Schock. Warum? In einem anderen Experiment zeigen sie kleinen Kindern einen Jungen, der einen Apfel stiehlt. Dann geht der Junge auf eine Brücke, die einstürzt. Sie fragen die Kinder, warum die Brücke zusammengebrochen ist. Und die Kinder sind sich überwiegend einig, dass dies daran lag, dass der Junge den Apfel gestohlen hat. Diese Kinder kommen aus verschiedenen religiösen und nicht religiösen Verhältnissen und keiner von ihnen könnte den Glauben artikulieren, dass Moral physische Ereignisse wie den Einsturz einer Brücke irgendwie beeinflussen kann. Trotzdem teilen sie alle diese Intuition. Es wird gesagt, dass es in einem Schützengraben keine Atheisten gibt. Das liegt daran, dass sich der Atheist im Gefecht des Krieges auf seine Intuition verlässt, dass Gott existiert und ihm helfen kann, also ruft er reflexartig. Ähnliches gilt für den Atheisten auf See. Wenn der dunkle Sturm weht, große Wellen sein Schiff schlagen und das wässrige Grab winkt, schreit der Seemann, oh Gott, rette mich. Das liegt nicht daran,
dass der atheistische Seemann die ganze Zeit bewusst an Gott glaubte, sondern ihn geheim hielt. Der Glaube an Gott ist vielmehr eine tiefe menschliche Intuition, die nicht immer bewusst ist, sich aber dennoch in extremen Situationen manifestieren kann. Menschen haben hunderte und tausende von unbewussten Intuitionen über alles. Aber stimmt es, dass alle Menschen mit dieser Intuition über die Existenz Gottes geboren sind? Trotz der bedrückenden Macht des Säkularismus gibt es überraschenderweise 80-90% aller Menschen der Welt, die heute noch an Gott glauben. Selbst wenn viele nicht in organisierte Religionen glauben, nicht nur das, sondern die Menschen in allen entwickelten Kulturen haben praktisch ein identisches, historisches Konzept an Gott. Ja, die meisten Religionen sind polytheistisch, aber bis auf eine Minderheit von kleinen Jäger- und Sammlerstämmen aller Zivilisationen glauben selbst die polytheistischen Religionen an einen singularen, allmächtigen Gott. Abgesehen von den sogenannten abrahamitischen Glaubensrichtungen teilen sogar Religionen wie Hinduismus, Daoismus, Konfuzianismus und die antike griechisch-römische Religion trotz aller Unterschiede diese universelle Vorstellung von einem höheren Wesen, das das Universum geschaffen und aufrechterhalten hat. Der amerikanische Psychologe Justin Barrett listet die Hauptmerkmale dieser universellen Vorstellung von Gott auf. Es ist das allwissende, allmächtige, hohe Wesen, das für die Erschaffung des Universums verantwortlich ist. Er hat einen Verstand, hat einen Willen, ist unsterblich. Er kontrolliert die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Er hat das Universum für einen Zweck geschaffen und eine moralische Ordnung festgelegt. Er kommuniziert mit Menschen und belohnt oder bestraft sie, aber er hat keinen Körper und ist unsichtbar. Wie ist es möglich, dass so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Teilen der Welt und zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte nicht nur unabhängig voneinander derselben Schlussfolgerung über die Existenz Gottes kamen, sondern sich auf die primären Eigenschaften Gottes einigten? Es wäre unmöglich, dass eine solche Ausrichtung rein zufällig erfolgt. Die Antwort lautet: menschliche Natur. Menschen werden natürlich mit einem intuitiven Gotteskonzept geboren. Der Glaube an Gott ist in uns allen Spezien verwurzelt. Es ist ein Teil dessen, was uns menschlich macht. Und das ist der Konsens in der Psychologie und Kognitionswissenschaft. Paul Bloom, Professor an der Yale University, schreibt, dass das Konzept eines hohen Wesens natürlich ist. Deborah Kellerman, Professorin für Psychologie, geht sogar so weit zu sagen, dass Kinder als intuitive Theisten geboren werden. Wenn das Gotteskonzept für den menschlichen Geist so natürlich zwingend macht, ist, dass es mit anderen tiefen menschlichen Intuitionen über die Welt verbunden ist. Die Ursache ist ein Beispiel. Von früher Kindheit an glauben wir intuitiv, dass nichts ohne Grund geschieht. Alles hat eine Ursache und Ursachen haben ihre eigenen Ursachen und so weiter in einer Kausalkette. Jeder, der mit Kindern gesprochen hat, hat dies aus erster Hand erlebt. Dein Kind fragt dich: warum regnet es? Du antwortest: weil die Wolken gespeichertes Wasser freisetzen. Aber warum passiert das? Weil die Sonne Wasser erwärmt, das es in Dampf verwandelt, der Wolken bildet. Aber wieso? Wenn es nicht gestoppt wird, wird diese Befragung auf unbestimmte Zeit fortgesetzt. Wir werden mit dieser natürlichen Intuition geboren, um nach endgültigen kausalen Zielen zu suchen. Diese Intuition über die Kausalität unterstützt die Vorstellung eines hohen Wesens, weshalb viele Religionen unabhängig voneinander kosmologische Argumente als Beweis für die Existenz Gottes vorbrachten. Eine letztendliche Ursache ist notwendig, um die Existenz des Universums zu klären. Menschen haben auch angeborene Intuitionen über Ordnung und Design. Von Kindheit an glauben wir von Natur aus, dass Objekte um uns herum gezielt geschaffen wurden. Wenn Kinder in Studien nach den Ursprüngen natürlicher Dinge wie Pflanzen, Tiere, Berge gefragt werden, erkennen sie, dass diese Dinge nicht von Menschen gemacht sind, sondern für einen bestimmten Zweck gemacht wurden. Zum Beispiel wurden Blumen gemacht, um die Welt schön zu machen. Welpen wurden gemacht, um mit Kindern zu spielen und so weiter. Wie kann etwas für einen Zweck gemacht werden, aber nicht von Menschen gemacht? Für Kinder liegt die Antwort auf der Hand: Gott hat es erschaffen. Olivera Petrovic, Oxford-Forscherin,
testete japanische und britische Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren, indem sie ihnen Fotos von natürlichen und künstlichen Objekten zeigte. Als den Kindern dann Fragen zur Herkunft natürlicher Objekte wie Berge und Tiere gestellt wurden, unabhängig von ihrem kulturellen oder religiösen Hintergrund, wählten die Kinder überwiegend Gott als Antwort. Sie gaben keine agnostische Antwort wie niemand weiß oder eine falsche Antwort wie von Menschen. Sie sagten, dass Gott der Schöpfer war. Petrovich nannte dieses Ergebnis absolut außergewöhnlich, weil die japanische shintoistische Religion diese Idee, dass Gott etwas erschafft, nicht einschließt. Wieso also Japaner? Wie kommen Kinder auf die Idee, dass die Schöpfung in Gottes Händen liegt, wenn ihre Religion und Kultur keine solche Lehren hat? Die Forscher baten die Kinder auch, Gott zu beschreiben. Wir könnten erwarten, dass die Kinder unterschiedliche Beschreibungen von Gott geben würden, basierend auf ihrer religiösen Erziehung. Aber überraschenderweise war das nicht der Fall. Kinder verstehen Gott vorwiegend als eine Person ohne einen Körper, der von Vorstellungen von Gas und Luft ähnelt. Petrovich behauptet, dass Kinder durch ihre religiöse Erziehung die Vorstellung von Gott als Mensch bekommen. Aber kein Kind denkt natürlich an den Schöpfer der Welt als eine Person mit einem Körper. Es wäre eine erstaunliche Bestätigung des Hinduismus, wenn Kinder in Mexiko, die von nicht-hinduistischen Eltern erzogen wurden, Gott als eine blauhäutige Gottheit mit einem Elefantenkopf betrachten würden. Es wäre eine erstaunliche Bestätigung des Christentums, wenn Kinder in China, die von nicht-christlichen Eltern erzogen wurden, Gott als eine trinitarische Gottheit betrachten würden. Was Kinder denken, unabhängig von ihrem kulturellen und religiösen Hintergrund, ist, dass das Universum gezielt von einem Gott ohne Partner geschaffen wurde. Ein Gott, der immer bleibt. Ein Gott, der immer lebt, allmächtig, allwissend ist, aber keine körperliche Form hat. Woher kommt diese Intuition? Atheisten behaupten, der Glaube an Gott sei lächerlich. Berühmte Atheisten wie Richard Dawkins behaupten, an Gott zu glauben sei wie an ein fliegendes Spaghetti-Monster zu glauben. Dawkins erklärt, wenn religiöse Menschen wissen wollen, warum Atheisten nicht an Gott glauben, sollten sie nun darüber nachdenken, warum sie selbst nicht an etwas so Dummes wie das fliegende Spaghetti-Monster oder an Zeus glauben. Aber diese Atheisten haben einfach nur den Strohmann-Trugschluss begangen. Niemand glaubt oder neigt von Natur aus dazu, an das fliegende Spaghetti-Monster oder an Zeus zu glauben, einen bärtigen Mann, der auf dem Olymp lebt. Aber wie Studie für Studie beweist, haben Menschen eine starke natürliche Tendenz, an Gott zu glauben. Warum können Atheisten diese feststehende Tatsache nicht akzeptieren? Warum müssen sie auf diesen Strohmann-Trugschluss zurückgreifen? Haben sie Angst? Atheisten könnten abweisend sein und sagen, was ist, wenn wir natürliche Intuitionen über Gott haben? Solche Intuitionen sind lediglich Nebenprodukte der Evolution und haben daher in der Realität keine Grundlage. Aber die Atheisten, die dieses Argument vorbringen, sollten ihren Fehler schnell erkennen. Ihnen zufolge müssten alle unsere Intuitionen die Produkte der Evolution sein. Wende du also dieselbe Logik an. Keine unserer Intuitionen hat eine Grundlage in der Realität. Aber um es klar auszudrücken, das ist verrückt. Denn zusätzlich zu den Intuitionen über Gott werden wir mit den Intuitionen über Logik, Mathematik, Zählen, Ethik und sogar Intuitionen über die Natur von Raum und Zeit geboren. Laut Atheisten sind all diese Intuitionen nur ein Produkt der blinden Evolution, was bedeuten würde, dass keine von ihnen eine Grundlage in der Realität hat, was bedeuten würde, dass keines von ihnen vertraut werden kann, was auch bedeuten würde, dass der menschliche Geist selbst nicht vertrauenswürdig ist. Der Atheist könnte darauf antworten, indem er sagt, dass im Gegensatz zu Intuitionen über Gott diese anderen Intuitionen wie logische, empirische und ethische Intuitionen aus soliden, rationalen Gründen etabliert sind. Testen wir das einfach. Eine grundlegende ethische Intuition, die alle Menschen teilen, ist, anderen ohne Grund zu schaden, ist falsch. Atheisten unterstützen diesen Glauben, aber warum? Stelle dir jemanden vor, der diese Frage stellt. Stelle dir jemanden vor, der sagt,
Es gibt keine wissenschaftlichen oder rationalen Beweise dafür, dass es falsch ist, anderen Schaden zuzufügen. Nur gehirngewaschene Nüsse würden glauben, dass es falsch ist, anderen Schaden zuzufügen. Solche Mythen sind nichts anderes als die Nebenprodukte der Evolution. Oder stelle dir vor, jemand anderes leugnet logische Intuitionen wie das Gesetz des Widerspruchs. Das logische Prinzip, dass zwei widersprüchliche Aussagen nicht gleichzeitig wahr sein können. Stelle dir jemanden vor, der sagt, es gibt keine empirische Grundlage für dieses sogenannte Gesetz der Widerspruchsfreiheit. Kannst du es mit deinem Mikroskop sehen? Kannst du es in einem Labor nachweisen? Ein solches Gesetz kann nur im blinden Glauben akzeptiert werden. Was könnte der Atheist zu solchen Skeptikern sagen? Welche empirischen Fakten würden beweisen, dass es falsch ist, anderen zu schaden oder dass das Gesetz der Widerspruchsfreiheit wahr ist? Der Atheist könnte nur sagen, dass diese Grundüberzeugungen einfach sind oder wir sie axiomatisch akzeptieren müssen oder dass die Überzeugungen glücklich sind, weil sie mit unseren Intuitionen übereinstimmen oder dass dies Dinge sind, die wir alle nur wissen. Aber all diese Dinge könnten auch über die natürliche Intuitivität Gottes gesagt werden. Indem der Atheist die Intuition über Gott zerstört, muss er auch die Intuition über alles andere verwerfen, einschließlich logischer, empirischer und ethischer Intuitionen, die die Grundlage für Wissenschaft, Mathematik und weltliche Ethik bilden. Der Atheismus wird so zu einem selbstzerstörerischen Satz. Kannst du ein guter Mensch sein, ohne an Gott zu glauben? Atheisten behaupten oft, dass ihr Atheismus keine Reihe von Überzeugungen ist. Vielmehr ist Atheismus eine Denkweise, nämlich wissenschaftliches und analytisches Denken. Der analytische Verstand erkennt, dass es keine wissenschaftlichen Beweise für Gott gibt, daher ist der Glaube an Gott irrational. Atheisten sagen, dass solche Überlegungen zu Gott nichts mit Moral zu tun haben. In Wirklichkeit hat dieses vom Atheismus geförderte analytische Denken jedoch alles mit Moral zu tun. Um dies zu verstehen, müssen wir zwei gegensätzliche Denkweisen definieren. Analytisches Denken gegen intuitives Denken. Unser Standarderkennungsmodus ist intuitiv. Intuitives Denken erfolgt automatisch und wird von tiefen psychologischen Mechanismen angetrieben, mit denen wir geboren werden. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, seiner kranken Mutter helfen zu können, ist dies eine intuitive Denkweise. Wenn ein auf See verlorener Seemann zu Gott ruft, um ihn zu retten, ist dies auch ein intuitives Denken, das auf der universellen Intuition beruht, dass Gott existiert. Im Gegensatz dazu ist analytisches Denken nicht automatisch und einfach. Analytisches Denken erfordert Konzentration. Es wird verwendet, um komplexe Probleme zu lösen und Situationen zu analysieren. Analytisches Denken wird nicht nur in Wissenschaft eingesetzt, sondern ist es aber auch die Denkweise, die für Kritik und Argumentation verwendet wird. Zahlreiche Studien zeigen, dass Menschen, die die Konzentration durch laute Geräusche, Zeitbeschränkungen oder andere Ablenkungen stören, auf intuitives Denken zurückgreifen. Deshalb gibt es in einem Schützengraben keine Atheisten. Wenn der analytische Denker von den Schrecken des Krieges und dem bevorstehenden Tod abgelenkt wird, wird es abgeschaltet und der intuitive Verstand übernimmt die Kontrolle. Normalerweise ist unser Denken eine Mischung aus intuitiven und analytischen Modi, aber manchmal können die beiden Modi in Konflikt geraten. In diesen Konflikten kann analytisches Denken verwendet werden, um Intuitionen zu entkernen. Das sehen wir beim Atheismus. Der Atheist sagt uns, dass analytisches Denken der einzige Weg ist, die Welt zu verstehen und der einzige Weg, um zu Wahrheiten zu gelangen, während Intuitionen nichts als Voreingenommenheiten sind. Neuere kognitionswissenschaftliche und psychologische Studien haben jedoch gezeigt, dass eine Überentwicklung der analytischen Teile unserer kognitiven Fähigkeit nicht nur unsere religiösen, sondern auch moralischen Intuitionen erheblich beeinträchtigen kann. Weltbekannte Psychologen und Forscher wie Jonathan Haidt und Joseph Heinrich erklären, dass hohes analytisches Denken mit weniger der sogenannten deontologischen Moral korreliert. Die Moral fällt im Allgemeinen in zwei Kategorien, konsequentialistisch gegen deontologisch. Die konsequentialistische Moral konzentriert sich auf die Konsequenzen und die Berechnung,
wie das Vergnügen maximiert und der Schaden für die meisten Menschen verringert werden kann. Dies macht die konsequentialistische Moral sehr analytisch. Die deontologische Moral ist jedoch viel intuitiver und beruht auf Bauchgefühlen und angeborenen ethischen Tendenzen wie Familienfürsorge, Ekel oder Ehrfurchtgefühlen, Respekt vor Autorität und Loyalität gegenüber dem eigenen Stamm. Um den Kontrast zwischen konsequentialistischer und deontologischer Moral besser verstehen zu können, so betrachten wir dieses Szenario. Einmal in der Woche geht ein Mann in den Supermarkt und kauft ein totes Huhn. Aber bevor er das Huhn kocht, hat er Geschlechtsverkehr damit. Dann kocht er es gründlich und isst es. Stimmt etwas moralisch nicht mit seinen Handlungen? Rein auf der Grundlage der konsequentialistischen Moral wäre daran nichts auszusetzen, da dieses keinen Schaden verursacht und der Mann in der Tat sein allgemeines Vergnügen erhöht, sodass es sogar eine ethisch gute Handlung sein könnte. Aber deontologische Intuitionen sagen uns, dass eine solche Handlung pervers ist, respektlos, gegen Anstand verstößt und daher höchst unmoralisch ist. Das Überraschende ist, dass wenn Leute nach diesem Hühnerszenario gefragt werden, diejenigen, die eine westliche, weltliche Ausbildung haben, viel eher nichts dagegen finden. Was Akademiker jetzt erkennen ist, dass wenn die analytische Seite der Kognition aufgrund von Bildungserziehung und Umwelt erhöht wird, so wird die deontologische Intuition verstummt, wenn nicht sogar vollständig aufgehoben. Diese Überbetonung des analytischen Denkens ist genau das, worum es in der atheistischen Psychologie geht. Und wenn du fragst, könntest du überrascht sein, dass viele Atheisten nichts Falsches daran finden würden, sich an einem toten Huhn zu vergehen und es dann zu essen. Es ist kein Zufall, dass viele populäre Atheisten offen erklärt haben, dass sie keine moralischen Einwände gegen Inzest, Bestialität, Nekrophilie und andere Verbrechen ohne Opfer haben, die die meisten Menschen auf der Welt für unbeschreiblich böse halten. Sogar Richard Dawkins behauptete kürzlich, dass es moralisch nicht problematisch sei, menschliches Fleisch zu essen, solange das Fleisch mit menschlichen Klonen in einem Labor kultiviert wurde. Was wir erkennen müssen ist, dass gesunde menschliche Beziehungen grundsätzlich deontologisch sind. Zum Beispiel könnte eine Frau ihr körperliches Vergnügen erheblich steigern, wenn sie ihren Ehemann betrügt, ohne dass er es jemals herausfindet. Aber das tut sie nicht, weil das untreu wäre und Untreue ist moralisch falsch, ungeachtet positiver Konsequenzen. Ein Sohn könnte viel gewinnen, wenn er seinen Vater häufig anlügt, aber er tut das nicht, weil Lügen moralisch falsch ist, besonders wenn es an die Eltern gerichtet ist, unabhängig von der Oberseite. Eine Mutter könnte das Leben sehr genießen, wenn sie ihr Baby an eine Pflegefamilie abgeben würde, aber sie tut das nicht, weil ihre starke mütterliche Intuition ihr sagt, dass sie ihr Kind nicht verlassen soll, ungeachtet der massiven Zunahme der Freiheit, die sie hätte genießen können. Alle Beziehungen erfordern ein gesundes Gefühl deontologischer Intuition, aber genau das zerstört eine hyperaktive analytische Psychologie. Der analytische Verstand bevorzugt Konsequentialismus und bei Konsequentialismus ist das Einzige, was zählt, die Maximierung des Vergnügens und des persönlichen Glücks, indem im Grunde genommen Dopamin in das Gehirn gepumpt wird. Aber manchmal erfordert das Maximieren dieses Dopamins das Lügen, Betrügen, Loslösen der Familie, das Verraten ihrer Gemeinde, das Verletzen der Heiligkeit und das Eingreifen in das Tabu. Wenn Atheisten das analytische Denken als das Ende aller menschlichen Erkenntnis fördern, begraben sie nicht nur natürliche menschliche Intuitionen über Gott, sie sabotieren auch alle organischen menschlichen Beziehungen. Der Psychologe Jonathan Haidt, der selbst ein engagierter Atheist ist, so wie andere, haben zahlreiche Studien darüber veröffentlicht, wie Atheisten weniger gemeinnützig, weniger großzügig gegenüber der Familie, weniger loyal gegenüber der Gemeinschaft, eher bereit sind zu Lügen und Betrug für materiellen Gewinn zu rechtfertigen, eher bereit sind Untreue zu betreiben und vieles mehr. Atheisten können behaupten, dass es beim Atheismus ausschließlich um die Nicht-Existenz Gottes geht, aber das ist nicht wahr. Der Atheismus ist eine integrierte Psychologie, die stark mit einem Ultrakonsequentialisten korreliert. Die Ziele rechtfertigen die Mittel. Die machiavellianische Moral,
die allen menschlichen Beziehungen feindlich gegenüberstehen. Es ist kein Zufall, dass Atheisten an der Spitze der expansivsten und brutalsten sozialen Entwicklungsprojekten des vergangenen Jahrhunderts standen, die auf den Abbau abzielten und die traditionelle Familie im Namen des größeren Gutes radikal umzugestalten. Der Säkularismus institutionalisiert diese analytische Denkweise und indoktriniert Kinder und Erwachsene, ihre natürlichen Intuitionen zu überwinden und kalte, berechnende Maschinen zu werden. Es ist genau die atheistische Denkweise, die von einer ungehemmten, analytischen Leidenschaft betrunken ist, welches das modernistische Projekt des Hyperkonsums und der Atomisierung anheizt zur Zerstörung der menschlichen Spezies durch Umwandlung in eine Rasse von dopaminsüchtigen Automaten. Dies ist die Pille, die unsere Natur zerstört und die Seelen tötet. Aber wir können wieder menschlich werden. أشهد أن لا